Willkommen zurück, Leute, zu Pikmin 2. Ja, und heute geht es weiter mit dem Land der Verheißung. Ja, tatsächlich, ich möchte mich jetzt auf die Suche nach Louis begeben. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen halt, es ist der Grund, Pikmin 3 erscheint bald. Ja, und ich bin jetzt so ein bisschen in Zugzwang. Ich muss mit diesem Let's Play tatsächlich leider Gottes fertig werden. Es tut mir leid. Es ist ganz allein meine Schuld. Ich bin ein schlechter Mensch, ich gebe es zu. Aber... Was? Wer steht da? Aber es bleibt mir halt momentan nichts. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Schauen wir einfach mal, was hier überhaupt so abgeht. Erstmal. Ich denke mal, das ist jetzt wichtiger. Ja. Es tut mir ein bisschen leid, dass wir jetzt so ein bisschen in Bedrängung sind, dass wir das hier doch noch fertig machen müssen. Beziehungsweise, was heißt hier doch noch fertig machen müssen? Wir hätten es sowieso fertig machen müssen, aber dass es jetzt ein bisschen schneller gehen soll, muss, ist ja nicht unbedingt so. Es ist jetzt keine Pflichtveranstaltung hier, aber ihr wisst, wie ich es meine, nehme ich mal an. Okay, hier kann man lang. Ach du Scheiße. Das sieht mir aber fast so aus, als wäre das ein relativ geradliniges... Nee. So geradlinig ist das aber auch nicht. Es geht. Es geht wahrscheinlich darum, dass ich hier mir den Weg bahnen muss. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Gucken wir mal, wie es läuft. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und wenn ich nochmal Pigments farmen muss, dann werde ich das höchstwahrscheinlich vielleicht... Also ich werde es, denke ich mal, offscreen machen. Mit den roten... Ja, komm, 50 Stück reichen, denke ich mal. Weil so viel können wir da nämlich gleich sowieso gar nicht machen, so wie es aussieht. Ne, Kamera, ganz weit weg. Wow, was ist da... Ach, was ist das denn nochmal für ein Gegner? Der kann auf jeden Fall was. Bam. Oh, shit. Aber hier kann er nicht rein, oder wie sehe ich das? Er kann hier zwar reinschießen, aber mehr geht auch nicht. Okay. Wäre ganz cool, wenn der sich mal verpinkeln würde. Fangen wir mal mit denen hier an. Wunderbar. Oh, shit. Kommt ihr mal, bitte. Bevor der euch da packt. Ey, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht so optimal. Was soll das denn? Was ist denn das hier gleich für ein Start? Also an sich bräuchten... Ja, wir brauchen ein paar... Hallo? Darf ich mal jetzt da dran? Wir brauchen ein paar, die stunnen. Ja, es hilft nichts. Ich will die aber auch nicht alle verlieren. Ich nehme jetzt mal 5 Stück mit, sicherheitshalber. Wie gesagt, ich will die jetzt auch nicht... Ich will die ja nicht verlieren, ne? Das wäre... äußerst unschön. Oh mein Gott, ich mag gar nicht drüber nachdenken. Okay, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hinter das Vieh kommen und ihn eventuell zwischendurch mal stunnen können. Okay, das hat ihn... Ja, es sind nicht viele Pikmin dabei gestorben. Das ist noch voll okay. Im Grunde ist nämlich nur ein Pikmin dabei gestorben und das ist... Ja, damit kann ich gut leben. Sagen wir es mal so. Ich denke sogar, es war ein rotes. Also von daher ist uns das ziemlich egal. So. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach... Wir machen das ganz gechillt. Also wir machen das wirklich ganz gechillt. Wir wollen zwar Louis jetzt natürlich direkt holen, aber trotzdem soll das ganz cremig laufen. Ich möchte mir da jetzt auch nicht den übelsten Stress machen. Wahrscheinlich ist es auch dumm, jetzt hier nochmal rote Pikmin damit rauszufarmen. Aber so hat sich das jetzt gerade halt ergeben. Ja, meine Güte, was soll's. Nehmen wir den Schatz da auch noch eben mit. Ich denke schon. Kommt drauf an, wie schwer der ist. Das ist der mit den 1000. Okay, den kann ich nicht mitnehmen. Ja, das macht doch Sinn, dass der von 1000 Pikmin getragen werden muss. Das ist ja ein Antel. Also ich bitte euch. Nicht unbedingt ein Kronkorken oder so ein Kram. Das ist schon was. Das ist schon richtig was. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder den Schweinegegner hier. Den ich nicht mag, aber wir haben ihn. Und wenn wir den jetzt vielleicht noch... Ja, das ist geil. Wunderbar. Nee, lass den einfach mal liegen. Wir kümmern uns lieber mal um dieses Arschloch hier. Stunnen wäre so geil. Allerdings habe ich keine Zeit, irgendwas zu tun. Pikmin dabei draufgegangen, ich weiß es nicht. Lass das auch mal alles ruhig liegen. Passt schon. Ist so vollkommen okay.
Habe ich gerade vollkommen gesagt? Wenn ich vollkommen gesagt habe, dann tut es mir leid, aber ich meinte vollkommen. Vollkommen okay das Ganze. Das läuft, das läuft, das läuft. So, wunderschön bis jetzt. Die sollten uns jetzt auch nicht so unbedingt großartig stören. Alles liegen lassen. Brauchen wir nicht. Das haben wir auch. Und hier geht's ins Wasser. Okay, das können die aber aufmachen. Problem ist nur, das Gegneraufgebot hier ist nicht schlecht. Und ich sehe gerade, da müssen auch weiße Pikmin nachher hin. Okay, das Gegneraufgebot ist nicht schlecht. Das ist nicht so verkehrt hier. Kann ich die Gegner hier vielleicht rüberlocken? Ja gut, dann könnt ihr das doch eigentlich... Ihr könnt es zumindest nach hinten bringen. Das würde vielleicht noch Sinn machen. Da hinten ist... Ah, da ist ein Sub-Level. Will ich da denn rein? Also nicht wirklich. Ist halt die Frage, ob ich es muss. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ne? Könnt ihr den auch noch mitnehmen? Reicht das? Ja, es reicht so gerade. Ja, ich möchte die auch eigentlich nur, dass die das hier rüberbringen und dann können wir eigentlich ein paar... Ja, ein paar blaue damit machen oder gelbe. Denn ihr habt mir gesagt, dass ich mich noch ärgern werde, dass ich keine gelben Pikmin habe. Habt ihr gesagt. Wurde zumindest so in den Kommentaren geschrieben, deswegen... Weil jemand sagte, nur gelbe Pikmin, haha. So, als wenn er schon was wüsste. Als wenn der was wüsste. Der wusste was, der Typ. Ich kann es euch sagen. So. 240. Ist doch alles super. So, ihr kommt zurück. Aber nur 13 weiße, ey. Aber ich denke nicht, dass ich die großartig brauchen werde. Ich hoffe es einfach mal. So. Die gelben nehme ich jetzt einfach nur kurz zum Farm. Weil ihr halt sagtet, das ist zu wenig. Habt ihr gesagt. Und deswegen... Bringen die Gelben jetzt mal bitte alles hier, was so für Gelbe, womit mich Gelbe farmen könnte, mal dahin. Zack, 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 zack. Das müsste eigentlich, also das müsste eine Menge Gelbe gebracht haben. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? So, und guckt mal, da sind schon 100. Ja, guckt mal, ist doch ganz locker. Warum sagt mir das keiner, dass es im Grunde sehr chillig ist, die hier zu holen? So, auch wenn die erst Blüten haben... beziehungsweise Knospen. Ich meine, Knospen, ist ja klar. Auch wenn die erst Knospen haben, werde ich die jetzt trotzdem hier kurz wegbringen. Denn ich will mit einer richtigen blauen Armee da hinten hin. Sonst rechne ich mir da jetzt nicht die... Ja, okay, doch, die kannst du auch eben rausziehen. Oh, da wäre sogar noch was gewesen. Naja, das können vielleicht die... Die blauen bekommen. Ist vielleicht nicht so verkehrt. So, rote... Ist ja alles jetzt für den letzten Kampf. Ich bin auch bereit, alles zu opfern. Aber wir haben ja ohne Ende blaue. Ist ja der Wahnsinn. Und scheinbar gibt es hier auch blaue. Oder die roten waren noch nicht alle draußen. Kann ich jetzt noch mehr nachholen? Ja. Okay. Gut. So, blaue Pikmin habe ich zwar ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich auch ein paar blaue Pikmin verlieren werde gleich. Es wäre denkbar. Irgendwie, oder? Ich denke schon. Na komm, hau weg den Scheiß hier. Und alle wieder ran. 98. Wo sind zwei verloren gegangen? Wo sind denn jetzt bitte zwei? Ach so. Was machen die denn da? Ihr seid doch bekloppt. Ihr seid doch bekloppt. Ihr wollt mich fertig machen, oder? Die wollen mich fertig machen. Das ist ganz offensichtlich. Ich bring die jetzt weg. Ich habe Angst, dass ich damit sonst ins Wasser latsche. Tut mir leid, das ist halt immer so eine... ein bisschen blöd und ich finde es beinahe schon LP ungeeignet, wenn man da ständig irgendwelche Pikmin übersieht und... Ja, aber das ist ja auch alles meine Schuld. Das machen andere Leute bestimmt um einiges besser, also von daher... ist das so ein Problem, das wohl nur ich habe. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal rechts, einmal links. Ich würde sagen, wir starten mal mit rechts. Ich weiß nicht genau, warum ich jetzt mit rechts starten will. Oh Gott im Himmel. Das glaube... ach so, das ist so einer, der da rausgeschossen kommt. Ja, genau. Ja, okay. Ist ja uninteressant. Na komm, mach den eben platt. Wunderbar. Hier kommt auch mal alle rüber. So. Und wieder nach da. Ups. Sehr schön. Vielleicht kann ich hier das Wasser ablassen oder so. Ich habe keine Ahnung. Können wir zwar vorstellen, dass das hier so ein bisschen freiwillig ist, weil das ist scheinbar, um so ein bisschen hier unsere Sprays zu farmen.
was wir tatsächlich nicht mehr müssen. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, das müssen wir nicht. Hier ist noch irgendein Pigment, das nicht... Achso, ein Pigment arbeitet gerade nicht. Gucken, ob wir den nicht auch an der Maloche kriegen. Okay, ja. Wenn das jetzt wirklich nur zum Farmen da hinten ist, können wir kurz auf die Karte gucken. Nee, da führt ein Weg nach da. Okay. Es gibt also zwei verschiedene Wege, höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch komplett, ja, random. Ich habe keine Ahnung. So, Ding ist offen. Wunderschön. Die Viecher. Ich glaube, hier kann ich das Wasser ablassen. Ich denke, hier kann ich das Wasser ablassen. Müsste. Und? Ja, das sieht gut aus. Oh, yeah. Das bedeutet, hier können wir gleich mit den Roten auch lang. Das ist natürlich geil. Das ist sehr geil. Dann könnte ich das hier natürlich alles mit den Roten machen. Und die Gelben machen das, machen mir dann das auf. Ja, ich bin mal gespannt, was hier von... Was ist das denn? Achso, das ist das Vieh. Bin mal gespannt, was am Ende davon alles gespeichert bleibt. Also, ich werde das ja nicht in einem Tag schaffen. Das ist ja schon mal... Das kann man ja schon ganz offen und ehrlich sagen. So, hier wäre halt das Teil. Aber wie gesagt, da möchte ich ehrlich gesagt gar nichts großartig mit zu tun haben. Können aber auch definitiv immer die Blauen noch ein bisschen aufdingsen. Das ist auch kein Thema. Okay. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, was genau als letzter Boss gleich kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Kommst du nochmal? So, das machen wir aber jetzt ein bisschen... Bisschen mit Strategie, würde ich mal behaupten. Wir nehmen... 25 Rote. Die reichen, um die Gegner da zu besiegen. Und wir nehmen... 75 Gelbe. Die reichen, um die Tür einzutreten. Ja, zumindest noch alles an diesem Tag. Das wäre schon sehr geil. Ich weiß halt nicht, ob die Gegner am nächsten Tag wieder da sind. Aber wenn die Gegner am nächsten Tag wieder da sind, wäre es... Ja, tatsächlich nicht so tragisch. Okay, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir die einmal alle voneinander trennen. Genau. Ist wieder ein Gelber mit zwischen. Es ist so typisch, aber es ist mir jetzt egal. Wenn dem was passiert, dann passiert dem was. Hat er Pech gehabt. Wenn er sich nicht trennen möchte, dann will er sich nicht trennen. Aber ich denke auch einfach mal, dass das relativ unproblematisch hier läuft, tatsächlich. Oh, der hat einen blauen Mund. Was bringt denn der blaue Mund? Der kann, glaube ich, nur pusten, ne? Wenn er nur pusten kann, ist der ja noch lächerlicher fast. Okay. Macht ihr einfach mal das Ding hier auf. Ja, komm, jetzt geh doch immer nicht immer einer da bleiben. Doch nicht immer einer da bleiben. So. Und ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass da das Ding aufgeht. Aber ganz zack, zack. Es darf nicht zu lange dauern. Oh, shit. Überrascht mich bitte nicht. Überrascht mich doch bitte nicht. Komm, ein so ein Penner wieder hier jetzt. Okay. Nein, 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 nein. Lass die einfach liegen. Lass die einfach liegen. Das ist uninteressant. Wegen einem Pikmin werde ich jetzt meine Zeit hier nicht opfern. So, da ist noch ein... Kackgegner hinten. Aber da werden noch... Oh, da werden noch massig Gegner kommen. Ich bin mir sicher. So, ihr macht dann das hier auch noch auf, meinetwegen. Wie gesagt, was wir haben, haben wir. Und das scheint auch ziemlich schnell zu gehen. Ja, wir müssen uns auch beeilen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ich sage jetzt einfach mal, wir sind hier ganz gut vorangekommen. Schätze ich. Kein Plan. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh. Ich dachte, sie wären durch. Zumindest wird es keine Probleme machen. Das Ding haben wir auch gleich offen. Ja, aber ansonsten schaffen wir auch nichts mehr. Den Gegner da, den brauche ich nicht mehr anfangen. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, ob die gleich wieder neu kommen. Okay, 74. 100 Pikmin, wir haben alles. Damit können wir den Tag auch durchaus beenden. Ist gar kein Thema. Zum Sonnenuntergang. Okay. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen, Leute, dass das,
dass es alles gut geht und wir Louis bald finden, der Arme. Boah, der wird wahrscheinlich vom Boss gefressen worden sein oder so. Ey. Ist das schon mal der Hinweis darauf, dass die Gegner gleich wieder da sind? Wäre aber äußerst unschön. Äußerst unschön. So, Pikmin sollten wir eigentlich massig dazu gefarmt haben. Ja, durchaus. Ist überhaupt Pikmin gestorben? Einer bei einer Explosion. Okay. Welche Explosion? War das der eine Gegner, der auf uns geschossen hat? Eventuell? Mag sein. Was soll's. Mal gucken, wer uns heute im Brief schreibt. Juhu, mein Taschengeld wurde verdoppelt. Und das alles dank meines Papas. Er ist ja auch ein großer Captain. Aber wann kommt er endlich wieder nach Hause? Bald, 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 bald. Wir brauchen nur... sein Kumpel, ne? Sein Kumpel ist doch noch in Gefahr. Da musst du ein bisschen, dran drüber nachdenken, mein Junge. So, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Tag wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.